Wenn du eine Ferienwohnung hast oder mehrere in typischen deutschen Urlaubsregionen, an der Nordsee, an der Ostsee, im Schwarzwald, dann kennst du vielleicht Verwaltungsagenturen, die dich dabei unterstützen, deine Ferienwohnung zu vermarkten. Und heute sprechen wir darüber, warum du keine Agentur zur Verwaltung deiner Ferienwohnung brauchst. Und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting. Ich bin Hendrik von B&B Pro Hosting und ich helfe Gastgebern, in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung überhaupt mal zu starten und erfahrenen Gastgebern dabei, ihr Geschäft im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Serviced Apartments weiter auszubauen, zu optimieren, zu automatisieren und zu skalieren. Und das mache ich hier bei B&B Pro Hosting im Rahmen unserer unterschiedlichsten Trainingsprogramme. Und immer wieder kommen zu mir Interessenten, die schon eine Ferienwohnung haben, ja, also die aktive Gastgeber sind in deutschen Ferienregionen und die haben bisher immer auf eine Zusammenarbeit mit einer Verwaltungsagentur gesetzt. Ja, also die gibt es an ganz, ganz vielen Orten, eben in touristischen Gebieten in Deutschland, ja, Agenturen, die quasi ja eine Dienstleistung anbieten, zum Beispiel die Vermarktung deiner Ferienwohnung. Ja, die kümmern sich um die Buchungen, um die Inserate und du kümmerst dich dann entsprechend um den Gast. Und auch da in dem Bereich habe ich durchaus den einen oder anderen Kunden, den wir einfach zeigen, ja, wie kann man so ein Agenturgeschäft in diesem Bereich einfach auch starten. Und heute soll es darum gehen, warum du eben keine solche Agentur brauchst, um deine Ferienwohnung zu vermarkten, um Buchungen zu generieren oder überhaupt das ganze Geschäft zu betreiben. So, und warum geht es mir heute in diesem Video um dieses Thema? Ja, natürlich, es ist ein bisschen reißerisch und Gottes Willen, nicht jede Agentur ist schlecht, aber ich sehe immer wieder eben bei solchen Interessenten, die zu mir kommen, ja, den Ist-Zustand, also das, was die Agentur für sie macht. Ja, die Inserate, wie die aufgestellt sind und natürlich auch die Preisstruktur dahinter. Und ich bin regelmäßig schockiert, wie viel Teil vom Kuchen sich manche Agenturen einfach abschneiden für ihre Dienstleistung vom Umsatz der Ferienwohnung bei unzureichender Gegenleistung im Prinzip. Das sieht man immer wieder. Da sind dann teilweise die Inserate absolut katastrophal gepflegt, aber die Agenturen nehmen dann gerne 15%, 20%, 25% dafür, dass sie einfach nur das Inserat bei den verschiedenen Portalen online haben und ja, da Buchungen einfach reinkommen, die dann entsprechend an den Gastgeber weitergegeben werden. Der darf sich dann drum kümmern, aber sie kriegen eben einen entsprechend großen Provisionsanteil. Und das finde ich nicht richtig, wenn die Leistung nicht passt. Grundsätzlich ist es bei Agenturen im Bereich der Vermietung von Ferienwohnungen oder der Verwaltung von Ferienwohnungen so, dass es im Prinzip ja zweierlei gibt. Es gibt also die klassische Full-Service-Agentur, ja, und die kümmert sich nicht nur um den ganzen digitalen Bereich, und damit meine ich den Vertrieb, die Buchungsplattform, die Inseratserstellung, sondern die kümmern sich auch zum Beispiel um alles vor Ort. Das heißt, da gibt es dann Reinigungspersonal, worum sie sich kümmern. Sie kümmern sich auch um die Schlüsselübergabe und, und. Und das kann sehr legitim sein, so eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Ganz häufig, gerade in solchen Urlaubsregionen, also Nordsee, Ostsee, Schwarzwald, Bodensee, gibt es aber Agenturen, die im Prinzip ja einfach nur Buchungen generieren und sich so ein bisschen um die Inserate kümmern. Ja, und der Gastgeber kümmert sich aber vor Ort um die Schlüsselübergabe und kümmert sich darum, dass gereinigt wird. Und genau so eine Agentur, die brauchst du eigentlich nicht. Natürlich, da gibt es sehr, sehr gute, die haben dann vielleicht auch einen sehr, sehr starken lokalen Internetauftritt, also haben eine Buchungsplattform für sich selber, die einfach bekannt ist. Ja, also nennen wir sie irgendwie mal Bodensee-Ferienwohnung oder so, Gottes Willen, weiß ich nicht, ob es gibt. Einfach als Beispiel. Und die hat einfach einen stetigen Strom an Besuchern. So, das kann natürlich ganz interessant sein, da solche quasi Direktbuchungen abzuwickeln. Aber viele Agenturen kümmern sich eben auch um Airbnb, um Booking.com und so weiter. Und wenn ich mir solche Inserate ansehe, dann sind die sehr, sehr häufig katastrophal gepflegt. So, und die Buchungsagentur macht im Prinzip dann nichts anderes,
als einmalig dieses Inserat zu erstellen, gar nicht mal nach den Regeln der Kunst, das ist oft nicht mal irgendwie aktualisiert worden, das ist auch von der Präsentation einfach nicht gut. Und dafür nehmen sie dann zwischen 10 und teilweise habe ich sogar schon 25% Provision von den Buchungen, die reinkommen, und zwar on top von dem, was die Buchungsplattform noch an Provision hat. Und wirklich so eine Agentur brauchst du nicht. Und das kannst du sehr gut, sehr einfach selber machen und du wirst feststellen, dass das für dich im Betrieb auch deutlich einfacher ist. Ja, also du musst natürlich den Vertrieb dann erstmal selber in die Hand nehmen. Du musst dich selber um die Erstellung der Inserate bei Airbnb, bei Booking.com kümmern. Das dauert gerade bei der ersten Wohnung vielleicht mal ein bisschen länger, aber es ist definitiv machbar. Und wenn man das vernünftig macht, dann ist in ganz, ganz vielen Fällen das Ergebnis auch schon bedeutend besser als das, was so eine Verwaltungsagentur macht. Und damit kriegst du alleine durch diesen Schritt schon mehr Buchungen rein, weil du es einfach besser machst. Das ist keine Massenabfertigung, sondern du machst es einfach besser. So, und dann musst du im nächsten Schritt über ein Verwaltungssystem die Buchungen bündeln, dass du also quasi verschiedene Portale an ein Verwaltungssystem anschließt, wo quasi der Masterkalender ist. Also damit einfach sichergestellt wird, dass keine Doppelbuchungen entstehen, ja, und alles entsprechend auch von den Preisen sauber synchronisiert wird. So, und auch das kann man lösen. Das kostet nicht wirklich viel Aufwand. Ich habe gerade in unseren Trainingsprogrammen auch einen Minikurs zu dem Thema veröffentlicht, wie man sowas Schritt für Schritt einfach auch aufsetzen kann. Und wenn du so ein Verwaltungssystem hast, dann kannst du natürlich auch da die ganze Kommunikation abwickeln und kannst vieles, vieles mehr machen, was du in deiner heutigen Umgebung, zum Beispiel mit so einer Buchungsagentur für die Ferienwohnungsvermittlung, gar nicht wirklich machen kannst, weil die da kaum Lösungen für anbieten. Da hast du natürlich deinen Login, ja, für die Agentur, siehst da deine Buchung und das war es dann auch so ziemlich. Ja, wenn eine Nachricht kommt von irgendwelchen Gästen, leiten die weiter. Das ist alles wenig smart. Und mit einem überschaubaren Zeitaufwand kannst du das für dich selber aufsetzen und bist nicht mehr auf so eine Agentur angewiesen. Und dein Vorteil ist an der Stelle, du kriegst mehr Buchungen, weil du auf den Portalen einfach besser präsentiert wirst. Du kannst Automatisierungen einrichten, du kannst deinen ganzen Betrieb vereinfachen. Hast zum Beispiel einen Posteingang, kannst Gästen direkt antworten, ohne großen Zeitverzug. Und Punkt Nummer 3 ist, dass du einfach nicht mehr so viel von deinem Kuchen, von deinem Umsatz abgibst für eine Dienstleistung, die in ganz vielen Fällen einfach nicht dem gerecht wird, was dafür bezahlt wird. Natürlich kannst du auch den nächsten Schritt gehen, Full Service letztlich selber machen. Ja, also wenn du bisher zum Beispiel auch so Reinigung, Wäsche ausgelagert hast an so eine Agentur, dann kannst du auch dort mit wenigen Kniffen, natürlich brauchst du eine Reinigungskraft, du musst auch das Thema Wäsche sauber regeln, dir diese Leistung wieder in-house holen. Das geht, das ist keine Raketentechnik, am Ende irgendwo Reinigungskräfte aufzustellen und da einen vernünftigen Prozess zu finden. Und auch dann kannst du dir einfach diesen Anteil von deinem Kuchen letztlich sparen, dass du ihn rausgibst. Und das ist an dieser Stelle wirklich mein Appell. Wenn du eine Agentur hast in dem Bereich, fühl dich bitte nicht angegriffen, weil dann bin ich sicher, dass du einen sehr, sehr guten Job machen möchtest. Aber ganz häufig in den Ferienregionen gibt es eben für viel Geld irgendwelche Anbieter, die im Prinzip einfach nur Inseratserstellung machen und die Buchung in irgendeinem Kalender synchronisieren. Und das kann man wirklich schnell selber machen. Also wenn ich wollte, könnte ich so eine Agentur innerhalb von ein paar Stunden grundsätzlich mal aufsetzen, mit der Infrastruktur dahinter und dann einfach Inserate einmal anlegen. Dafür kann ich mal einen Prozess machen und das ist im Prinzip das, was da passiert und wo sich manch einer einfach eine goldene Nase durchaus mit verdienen kann. Ja, Agentur kann man auch richtig machen, wirklich Full Service anbieten. Wir machen das ja auch hier in Augsburg für einige Eigentümer zum Beispiel, wo wir uns ein bisschen um ihre Inserate kümmern. Aber da machen wir wirklich alles und da hat wirklich der Eigentümer überhaupt nichts mehr zu tun. Und die Inserate performen auch entsprechend. So, das gibt es auch. Da habe ich auch einige Kunden bei mir in den Trainings, die ich in dem Bereich begleite. Was ich aber an dieser Stelle möchte, wenn du Ferienvermieter bist, wenn du eine Ferienwohnung hast, in deutschen Urlaubsregionen oder auch im Ausland, dann schau vielleicht mal bitte für dich drauf, was macht dieser Anbieter, den du nutzt, eigentlich effektiv
wirklich? Kümmert er sich nur um die einmalige Erstellung der Inserate, nimmt dafür eine entsprechende Provision und schiebt dir dann die Buchungen rüber? Das kannst du selber. Und auch das ist am Ende keine Raketentechnik. Wenn du wirklich Interesse hast, hier für dich auch den nächsten Schritt zu gehen, dich vielleicht zu lösen von deiner bisherigen Agentur, weil die einfach keinen guten Job macht, dann lass uns vielleicht gerne sprechen. Ja? Ich helfe dir sehr, sehr gerne im Rahmen meiner Trainingsprogramme hier bei B&B Pro Hosting. Dazu gehst du einfach auf bnbprohosting.com und buchst dir da mal ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Und dann schauen wir uns genau deine Situation an, können auch gerne nochmal drüber sprechen, wie ist das momentan in der Zusammenarbeit mit der Agentur, was kannst du anders machen, was kannst du schnell vielleicht selber übernehmen. Und dann schauen wir, dass wir deinen Betrieb, dein Geschäft mit Ferienwohnung einfach weiter nach vorne bekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da mal im kostenlosen Erstgespräch sprechen. Ansonsten, wenn dir das heute wieder einen Mehrwert gebracht hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, lass vielleicht eine schöne Bewertung da oder den Daumen nach oben und schreib gerne auch in die Kommentare, was du zu dem Thema denkst, welche Erfahrungen du vielleicht schon mit Agenturen in diesem Bereich gemacht hast. Und ja, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Reinschauen, Reinhören, bis zum nächsten Mal. Cheers und bye bye.